nie mehr! Zweite Liga! Nie mehr! FC Schalke, eine Legende, eine Liebe, die niemals endet! Hör mal auf zu schreien, hallo! Was hat denn Frank Kramer der Mannschaft? Wie hat Frank Kramer seinen ersten Eindruck verfestigt? Was hat er gemacht? Nee, ich sag's immer wieder, es ist so ein bisschen wie so ein erster Schultag, du kommst zusammen, alle haben noch keine Note bekommen, alle sind sehr freudig, alle sind gefühlte Stammspieler, alle haben sich lieb, das ist ja immer so schön. Und man weiß ja als Ehemaliger, dass es auch dann irgendwann in der Vorbereitung anders ausscheinen kann. Nein. Wichtig war in Tag 1 und 2, es war ja Montag und Dienstag in der Testung, dass der Frank mit seinem Trainerteam zusammen mit den Spielern immer zusammenwechselt, Staff, die einzelnen Jungs Gespräche führt und heute so erstmal dieser offizielle Teil. So, das ist wichtig, dass der Vorstand mal einmal spricht, dass der Sportdirektor spricht. Und ich glaube, da war es von der Aufteilung mal gut, dass man das sacken lassen und der Frank ganz einfach als Trainer auf dem Feld zu den Jungen spricht, zu sagen, so, Leute, das erwarte ich von euch und das ist das miteinander. Und dann sich einfach kennenlernen. Ich glaube, das ist ein Beschnuppern, wie ist die Stimme, ist die laut, ist die leise, auf was liegt der Wert, wie viel Fremdsprachen kann der. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Von daher war das wirklich ein gutes Zusammenkommen, wo man, glaube ich, gewisse, man muss transportieren, was man erwartet von der Saison, was bedeutet, wenn wir sagen, Klassenerhalt ist unser großes Ziel, der Klassenerhalt, dann ist es auch das Ziel, das alles unterzuordnen. Und auch nochmal bewusst gemacht, dass die Mannschaft, die wir letztes Jahr hatten, war schön, aber die brauchen wir nochmal. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch da wissen, dass diese Liga, wo wir jetzt drin spielen, in der ersten Bundesliga, da liegt die dafür nochmal ein bisschen höher. Und da kann es auch schon mal richtig scheppern und nicht nur in die positive, sogar negative Richtung.
Und da müssen wir auch da sein. Ne? In der Volkswald ist klar, legen uns alle in den Arm, aber immer im Negativfall. Also daher, gutes erstes Gefühl. Die Jungs hatten alle den Kopf oben. Gefühlt auch, haben es alle verstanden. Von der du brauchst eine neue Bundesliga-Mannschaft. Wie weit bist du denn mit deiner Baustelle? Wenn ich jetzt die Baustelle bestätigen würde, hätten wir die Headline. Mache ich jetzt nicht. Das ist in der Kaderplanung einfach von daher schwieriger, weil natürlich auch den Jungs, das habe ich denen auch gesagt, die letztes Jahr hier waren, die sind bei mir hier oben. Weil das ist meine Truppe, auf mich jetzt bezogen, oder unsere Truppe, auf die wir stolz sind. Die haben Schalke 04 die Bundesliga zurückgebracht. Da geht die Brust erstmal raus. Das heißt, die dazukommen, haben ein unfassbar. In diese Gruppe reinzukommen. Wir wollen Qualität hinzufügen, aber auch so hinzufügen, dass es in der Gemeinschaft wiederum geht. Wir können jetzt nicht sagen, die Jungs sind aufgestiegen, vielen Dank dafür. Hier sind 11 neue Startspieler und die machen das jetzt. Dann können wir das nicht funktionieren. Also wir werden auch da die Gemeinschaft brauchen und sukzessive auch verstärken, das werden wir tun. Und da sind wir hier im Gespräch, die Achse muss stimmen, da haben wir noch ein, zwei Themen, die wir zu besprechen haben. Aber das erste fühlt sich gut an und fühlt sich dann gut an, wenn alle dann beisammen sind. Ohne es despektierlich zu meinen, der große Ballast sind ja die großen Verträge der Spieler, die noch vom Hof sollen und hoffentlich einen neuen Vertrag finden. Wie weit sind Sie denn bei den großen Namen, bei Arvid, bei Kaban, bei Maton? Ich bin so weit, dass man da, wie auch im letzten Jahr, man kennt ja die Gespräche, die so sind, einfach das gespielt, dass man mit den Agenten im Austausch ist und da, glaube ich, den Spielern schreibt und auch da eine gewisse Transparenz an den Tag legt. Ich glaube, es ist wichtig, auch da, der Markt gibt nicht sowas her, dass man sagt, ja, Leute, morgen spiele das mal kurz ein und dann wird derjenige übernommen. Der Armin hatte ein Top-Jahr in Marseille, das hat sich sehr, sehr gelohnt. Osan jetzt auch wieder fit geworden, also auch da sehen wir, dass der Markt ist. Der Rabbi hat ein sehr, sehr gutes Jahr. Das sind ja so immer die drei Schwergewichte. Und trotzdem ist es so, dass es sehr gut sein kann, dass die Jungs erstmal hier auftreten. Das ist halt so, dass wir für uns klar sind, es wird keine Trainingsgruppe 2 geben. Das ist halt für uns elementar wichtig, weil wir sagen, das haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr auch schon die gesamte Gruppe da. Der eine möchte Stammspieler auf Schalke werden, der andere möchte einen anderen Verein, eine andere Herausforderung. Das werden wir sehen, aber die Gespräche laufen definitiv. Das kann im letzten Segment kann das immer relativ schnell gehen. Ersten Tag hat, was passt am besten zusammen? Wo haben wir mal am besten, Durchschlagskraft? Ich glaube, dass es trotzdem auch wichtig ist, dass wir dann auch Gegner zu Gegner schauen, was passt am besten, wie sind wir uns drauf, wie kommen wir zusammen? Weil das schon wurde in der Zwiebeln sehr an. Ich glaube, dass es von der Art und Weise, wie sie sind, dass Simon und der Beutel auch gut zusammenspielen können. Simon ist halt der Schleicher, der 16er, der eine Abschlussqualität hat, aber der halt schlau ist, ja, der sich schlau bewegt und so. Der ist der Abschlussqualität. Der hat halt tiefe Laufwege, Abarbeiten auch an den Gegner, Wucht. Ja. Deswegen kann man da auch zu zweit spielen. Das ergibt sich. Wie gesagt, heute erster Tag. Das ergibt sich, da müssen wir auch viele bekommen. Die Jungs müssen auch ein Gefühl füreinander bekommen. Wie können sie den Laufweg aufeinander anbieten? Da muss man sehen, was am besten passt. Weil man die kleinen Dinge größer ist, was meine Sicht ist. Die Position ist gleich, wenn man sich die Statur anschaut. Sieht man die Hoch ja auch. Genau. Nein. Das sind zwei Zentralen. Aber das werden wir auch brauchen. Ich sehe die zwei auch als Team, in jeder Hinsicht als Team. Ja, wenn sie zusammenspielen, müssen sie als Team agieren. Von vorne ist die Spitze, müssen sie aufeinander abstimmen. Ja, und natürlich kann es ja auch sein, dass wenn man nur drei Spitzen spielt, dass da vielleicht nur einer spielt. Aber da ist auch ein Team. Ja, da muss auch der eine für den anderen arbeiten. So, meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden, guck mal, wen ich hier getroffen habe, unseren Cedric Selmer. Wie geht's dir, Cedric? Ja, super. Bisschen Stimme noch, aber sonst gut. Glück auf zusammen. Glück auf. Ihr seht, ich zeige euch mal, wo wir gerade sind. Hier machen die noch Interviews mit unseren Schalkern Sportdirektor Ruben Schröder und unserem neuen Trainer Frank Kramer. Was sagst du zu der neuen Mannschaft? Heute war der Trainingsauftakt, viele haben gefehlt. Erzähl mal ein bisschen deine Eindrücke. Ich fand jetzt Cissé hat einen guten Eindruck gemacht als Neuzugang. Auf jeden Fall ein sehr kräftiger Typ, kann gut Fußball spielen. Polter fand ich auch. Guter Techniker, hätte ich nicht so gedacht. Und ansonsten, ja, Salazar hat ein schönes Tor gemacht. Hast du, habe ich gesehen.
Salazar macht immer schöne Tore. Ne? Nein, aber was sagst du hier so allgemein, die Stimmung? Stimmung super. Also ja, die Leute positiv. Viele träumen natürlich auch auf einmal, dass wir da groß was machen. Ich freue mich, wenn wir den Klassenerhalt schaffen. Ne? Ja, und das Ziel ist für mich, sage ich auch immer, wie der Cedric gesagt hat, der Klassenerhalt. Was anderes zählt nicht. Was sagst du, da haben viele, viele Spieler gefehlt. Waren nur 16 Feldspieler plus 4 Torhüter. Wie kommt's? Ich glaube, ein paar sind noch so mit Nationalmannschaft unterwegs. Die haben, glaube ich, Urlaub, ne? Genau. Ja, ne? Eine Woche oder so. Und ansonsten, ich glaube, der Bülter hatte Fußverletzung. Oh, okay, das weiß ich nicht. Ansonsten, ja, ist halt erster Tag, ne? Ich glaube, bis zum Trainingslager sind die alle da. Ja, hoffen wir, ne? Ja. So, das waren die Eindrücke. Wie gesagt, habe ich den Cedric hier getroffen. Er hat einen weiteren Weg als ich, ne? Ja. Okay, wer Cedric nicht kennt, geht mal auf seinen Kanal. Cedric Selmat. Top. Schalker Corner, ne? Schalker Corner, ne? Ja. Schalker Corner. Er heißt Cedric. Früher. Früher Cedric Selmat, stimmt. Schalker Corner, genau. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ey, Top-Kanal, ehrlich, kann ich nur empfehlen. Alles klar, dann ich danke dir. Gerne. Schalker Corner, alles klar. Euch allen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. Die Mehr! Zweite Liga! Die Mehr!